Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Napoleon Total War in der Multiplayer-Kampagne mit Little John LP. Kannst du mich Little John nennen? Kannst du mich Little John nennen, sage ich. Auf jeden Fall, ja. Zwischenzeitlich gab es jetzt einen Unterbrecher, sowohl bei mir, ein bisschen bei den Uploads. Wir hatten nicht Probleme, es überhaupt wieder zum Laufen zu bringen. Ja. Aber was hilft alles? Was hilft so schön? Eine neue Hamati-Installation. Also merkt's euch. Oh, Mädels, ich sag's euch, wir waren sowas von am Verzweifeln. Das war der Wahnsinn. Ich dachte, alles klar, schön, ja. War ja ganz nett mit Kian, aber na gut, hättest du sowieso gewonnen. Aber ich war doch schon etwas deprimiert, denn ja, es lief einfach, ne? Es hat richtig Spaß gemacht, wir haben uns gegenseitig richtig fertig gemacht, haben beide richtige Verluste erhalten. Ich einmal hier, als ich meine, ja, das ist Blödsinn, ey, als ich meine Armee vergessen habe, hier wegzubewegen und sie einfach zu Tode belagert lassen habe tun. So schlimm. Tja. Blödsinn, ey. Gut, und einmal auch hier, ja, die andere Sache, ne? Mit Kian in Großbritannien. So. Heftige Verluste für mich. Ich finde es natürlich auch toll, dass ihr mir geschrieben habt, hier, macht das Let's Play weiter, dass ihr Interesse daran habt. Hat mir nämlich jemand geschrieben auf Steam, dass er das Let's Play ganz toll fand und das gerne weiter gucken würde. Und ich habe eine tolle Nachricht für dich. Wir machen weiter. Ich denke auch, auf meiner Seite tut es einige wieder freuen, weil es ist ja ein interessantes LP, mal aus zwei Seiten sowas zu sehen. Genau. Könnt ihr euch ja bei Kian bedanken, ansonsten hätte ich ja niemals aufgenommen. So, na los, beende jetzt den Zug. Ich muss noch überlegen. Was hast du mir für Verluste gebracht? Das Problem ist, mir haben ein paar Spieler zu geraten, was ich machen sollte. Jetzt ist es aber länger her und ich habe wieder alles vergessen. Wer hat dir geraten, irgendwas zu machen? Ja, ihr seid alles Verräter. Nein, Spaß. Man darf ihm ja helfen, ne? Ich brauche ja keine Hilfe. Ich bin ja schon, ach, jetzt mal auf der überheblichen Tour runter. Wir sind beide richtig, ja, am Verkacken. Ich hab so schlecht. Ich habe meine Leute hier total, naja, vernachlässigt. Das war sowieso das Schlechteste, was... Ja, egal. Hör mal auf. Sonst fange ich an zu weinen. Ich schaue mich gerade um. Das müsste klappen. Was hast du denn vor? Was hast du vor? Was geht in deinem Hirn vor? Okay. Ich hatte doch hier irgendwo ein... Gut. Wir sind dran. Oh mein Gott, wir sind dran. So. Ich habe irgendwie FPS-Einbrüche, muss ich sagen. Ja, ich habe auch ein bisschen, aber naja. So. Boah, Gebäude ist so teuer bei Napoleon, das ist einfach heftig. Ganz anders ist bei Empire. Ja, stimmt schon. Ich muss auch erstmal meine Armee wieder auffüllen, ey. Und das Schlimmste ist, mein sehr, sehr guter General ist weg. Was ich ja sehr schade finde, ich weiß nicht, wie viele von euch, John, hast du wahrscheinlich nicht bemerkt, eine Zeit lang hatte man einen Beta-Zugang zu einer Online-Kampagne bei Empire. Bei Empire, nee. Hatte ich mal, habe ich sogar mit jemandem gespielt und den kennt er auch, Servitan. Auf jeden Fall, das
Problem ist, es aber immer noch 1, 2, 3 Runden Disynchro geworden. Na ja, das ist schade. Das wäre eigentlich für mich die bessere Kampagne, muss ich sagen. Okay, die Briten sind irgendwie dumm, weil ich kann jetzt problemlos meine Schiffe wieder aufs Festland ziehen und meine Armee einigermaßen retten. Tja, würde ich sie spielen? Sehe das ganz anders aus. Wow, Baden-Württemberg. Nicht schlecht für einen Provinzler. Und wir haben es erforscht. Was hast du erforscht? Die Atombombe. Upsa. Das ist gemein, das ist auch nicht so ausgemacht. Das finde ich jetzt echt gemein. Das finde ich nicht okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin schon wieder pleite, ey. Ich baue immer so teure Sachen. Gerade. Oh Gott. Slushy. Ruski, Ruski. Warte. Armee! Alt! Aha. Boah, zum Teil kann ich diese Armee wirklich retten. Oh, bin ich froh. So bleibt mir mancher Verlust erspart. Schön. Für dich. Ah, so blöde, sag ich euch. Schlimm. Richtig peinlich. Okay. Der Dicke hat's natürlich überlebt hier, ne? Ja. Ah, Mann, Mann, Mann. Das ist teuer. Wie viel? Das, ah, das ist auch die höchste Stufe, immerhin. Ich überlege gerade fieberhaft nach, wo ich was bauen sollte. Ja, hast du dringend nötig. Ja, wie ihr seht, halte ich gerade einen Kommentar. Von? das kannst du erraten dann. Jetzt sag's schon. Das ist eine Ölpfütze. Ihr könntet ja Tipps geben. Ja gut, von wem? Ja, gib einen Tipp. Ich bin für einen Tipp offen. Ich will den Tipp. Tipp. Ja. Du kennst ihn. So viel schon mal sicher. Ich kenne ihn. Ich kenne viele. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, spielt er auch Napoleon? Hä? Okay, jetzt muss ich gerade über seinen Plan nachdenken. Das ist Marshall. Marshall vorwärts. Na, ist er ruhig. Okay, der Vorschlag habt ihr gerade gelesen. Kann ich leider nicht laut vorlesen. Ich hoffe, ist es Marshall vorwärts? Was weiß ich?
Du wolltest mir einen Tipp geben, wer es ist. Jetzt habe ich mal meine Vermutung gesagt und jetzt muss. Ich glaube, der ist gar nicht online. Was ist denn da los heute? Okay. Wer ist es denn? Du kennst ihn. Ja, wer denn? Sag es doch einfach. Komm, sag mal bitte. Oh. Wer ist es denn? Komm, bitte. Er wird es dir bestimmt schreiben. Er wird es mir schreiben. Ja, wette ich. Jetzt komm, sag's doch einfach. Warum willst du unbedingt wissen? Weil ich wissen will, wer hier mir den Rücken fällt. Ah! Wer? Sag es. Es ist Sir Vitan. Ach, der. Monsieur. Nein, gut, dann hab ich nichts nicht. Getäuschen. Gut, es ist nicht Sir Vitan. Marshall ist offline. Wobei ich auch weiß, dass er dir Tipps gibt. Ganz im Geheimen. Hm. Ich weiß alles über euch beide. Gut. Ach, sag es doch einfach. 110. Boah, das ist schon stark. Seine. Sag es. Sag es. Sag es. Das muss ich selber gut überlegen. Nicht das. Nee, ich brauche mir noch mein Spiel. Wer ist es? Es gibt noch Geheimnisse in diesem Land. Spring doch. Das hat mich echt neugierig. Ach komm, sag mal, mit welchem Buchstaben fängt er denn an? S. S. Und ich kenne ihn. Ja. S. Ist es sein Steam-Name oder? Wer weiß? Wenn du so weiter überlegst, konzentrierst du dich überhaupt nicht mehr, was du machst. Keine Angst, das weiß ich. Mit S. Hey, Captain. En avant pour la couronne et le pays. Troupe en avant. Alter, ich komme nicht drauf. Ich komme einfach nicht drauf. Wie kenne ich den mit S? Das macht ihn fertig. Das macht mich echt fertig, ja. Lass mal auf den Schocken Schluck trinken, ey. Aha. Mit S. Es gibt also jemanden, der mit S anfängt und mich und meine feinen Tipps gibt. Mit S. Milord? Also dieser jemand. Au service de votre majesté. Der mit S anfängt. Gibt Kian Tipps. Fängt mit S an. Monsieur, vos ordres? À gauche, marchez.
Hab ich den in meiner Liste? Wer weiß? Oui, Milord. Ich weiß nicht, ob ihr das seht gerade. Ich schaue mir gerade Kians Steam-Profil an. Monsieur? Oh, da habe ich ja schon so viel. Boah, hallo. Wir können das Teamprofil sehen. Wie lange liegt das denn hier? Ich überleg. Boah, so. Muss in Napoleon uns so gut überlegen, was du baust und nicht baust. Ich will dein Steam-Profil nicht laden. Ja. Ah. Offline können wir schon mal weggehen, wir müssen ja online sein. Votre humble serviteur. Comment puis-je vous aider? Ah, ich bin. Okay. Ich hab's nicht herausgefunden. Okay, dann sagst du mir nach der Aufnahme, wer es war. Vielleicht nach den nächsten zwei Teilen. Oh, Alter. Mit S. Ich werd nicht fertig. Verzieh dich, du Osmane. Geh zurück in dein Land. Oh, er ist ja in seinem Land. Tja. Fecht spielen. Gut. Habe ich meine Armee halbwegs wieder zusammen, aber es kommt ja noch mehr nach. Also, keine Angst. Aber ich kann mit Rekrutieren aufhören und kann endlich aufhören, hier Geld rauszuwerfen. Bekloppt. Mit S. Ja, Sir Vitan hast du ja nicht gesagt, ne? Vielleicht war es doch und ich wollte dich nur damit verunsichern. Ja, aber selbst wenn, er spielt ja kein Napoleon, also wäre sein Tipp ja auch nicht so. Puh! Tja. Ist ja auch egal. Nein, ist es nicht! Ich will es jetzt wissen. Wer ist es? Sag es. Sag es. Was krieg ich dafür? Die Provinz, Paris? Die habe ich doch schon. Ja, aber nicht mehr lange. Mal fertig geladen? Ja, Entschuldigung, kann ja nicht jeder so einen High-End-Rechner haben. Ach, ich sehe wieder, wie du dich aufstellst. Das ist schön. So, gerade war jemand im Raum. Der war im Raum. Ich hab nichts gehört. Ja, ich hab kurz mich auf Stumm gestellt. Oh, nein! Ja, so eine Sünde, gell? Boah, okay, dann kannst du mal aufhören, deine Kanonen zu verschieben. Ach so, okay. So. Gut. Ich kann so aufhören. So kannst du stehen lassen. Nein. Nein, noch ein Stück zurück. Nein. Stückchen nach rechts. Jetzt muss ich
muss ich erstmal den Schuss. Abrotzen! Nöbette! Topçular emrinizdedir! Efendim! Bist du bereit? Warte, das ist nicht so. Ich aber. Nein, bin ich nicht. Nein, halt, stopp. Wenn du jetzt startest, bist du so fies, ey. Okay, okay, jetzt gemacht, jetzt gemacht. Aber die waren das. Hey, nein! Nein! Toplar hazır, komutan. Monster! Oh, verflixt. Falle aufgestellt. Ich glaube, ich treffe dich genauso wenig wie du mich. Okay, auf Kurmay. Mädels. Toplar hazır, wir rücken an die Front. Emrinizi bekliyorum. Marş! Yerde. Toplar hazır komutanım. Marş! Emrinizi Milisler. Bekliyorum. Batarya emrinizdedir. İyi. Marş! Evet efendim. Efendim. Oh Gott! Emrinizi bekliyorum. Baş üstüne. Könnt ihr nicht mal Kanonen aufstellen? Marş! Sterben. Efendim. Genelkurmay. Sterben, sterben, sterben. Sterben. Ganz Toplar alleine. Toplar hazır komutanım. Sterben, sterben, sterben. Ich weiß, ich bin so richtig gemein, ne, aber ja. So muss man sein im Krieg. Wenn man gewinnen will. Sind noch Daily, Sir, Alter, keine Sir, Angst. Unser General wird angegriffen. Hey, Moral, Moral, bleib mal standhaft hier. Sind nur Daily-Reiter. Keine Angst, ihr seid zu zweit. Keine Angst. Hey, ihr Schweine! Ja, so ist gut. Nein. Ja. Ja! Oh no. Oh yes. Unsere Männer fliehen, Sir! Rennen! Rennen! Alle Hoffnung ist verloren, Sir. Dieser Kampf ist fast vorbei. Höre auf, mit Kartätschen zu schießen. Ist nicht nett. Alter! Du hast sogar kurz meinen General getroffen. Jetzt bin ich ja richtig beleidigt. Wieso stellst du deine Leute falsch rum auf? Können die schießen? Boah! Sag mal, treffen die überhaupt was? Nö. Aber meine auch nicht. Gott! Evet efendim. Ich glaube, jetzt hast du eingetroffen. Ah ne, doch nicht. Ihr dürft feuern, ne? Schieß gegen
wir? Unsere Männer fliehen, Sir! Ah, ich schieß gegen die. Ja. Sieg! Hört auf zu feiern. Danke. Und kein Mann von unten. Da doch ein bisschen Kavallerie, aber naja, mein Gott. Kavallerie. So, nehmen wir den erstmal ein Stück für Stück auseinander. Gut. Sechzig Feinde. Wer? Ich. Wieso? Hab ich getötet. Ach so. 60 Russen sind getötet worden. Oh, du bist so ein Rassist, ey. So ein Rassist, ey. Habt ihr das gehört? Nun 60 virtuelle Russen. Habt ihr das gehört? So ist er, Kian. Ganz privat. Auf YouTube tut er immer ganz, ganz lieb und so, aber so ist er wirklich. Naja, jetzt kannst du nicht mehr verstecken, Kian. Jetzt wissen es alle. Alle 184 Abonnenten von mir wissen es jetzt. Okay, das könnte interessant werden. Wo ist das? Ja, das wird schwierig. Obwohl, Hinterhalt. Obwohl, witzig wird das. Was macht Baden-Württemberg da? Das ist ihr Land. Ups. Ihr Land. Nein. Was nein? Ja, nichts nein. Na toll, wie soll ich mich da wehren? Boah. Gar nicht, das ist ja der Sinn an der Sache. Der Sinn an einem Hinterhalt ist, dass der andere sich gar nicht wehren kann. Boah. Ich liebe es, zu gewinnen. Ja, aber mein Gott. Wie stellen die sich denn auf? Wie marschieren die denn, ey? Das ist ja... Ich kann mich gar nichts. Okay, Leute, Kannst dich gar nicht bewegen. Kannst du dich gar nicht. Kavallerie! Generalstab, Sir! Wir versuchen zwanghaft hier was zu klicken. Hey, wieso kann ich da nicht ran? Oh, scheiße. Dann hätte er ja noch doch mal eine Chance. Obwohl, ich eigentlich recht optimistisch bin. Kampfgruppe bereit! Linie bilden! Kavallerie! Kampfgruppe bereit! Yes, sir! Kavallerie! Ja, das passt. Das sieht schön aus. Ich hasse es, in einen Hinterhalt zu kommen. Ja, wer tut das nicht? Das Problem ist bloß, ich muss jetzt meine komplette Stärke ausspielen. Sonst was? Ja, ich muss den Überraschungsmoment nutzen. Solange ich noch habe. So hat die eine eigentlich mehr Reichweite als die andere? Ja. Eigentlich voll komisch, ne? So. So könnte es klappen.
Warte. Bewegt euch. Wow. Verdammt. So chaotisch. Hohoho. Unsere Männer fliehen, Sir. Das ist meine gesamte Kavallerie, wodurch diese Kanonen vernichtet. Ja, noch nicht ganz. Aber gleich. Nett, dass du deine eigene Nanzenreiter abschießt? Ich hab's gerade gesehen, ja. Hört auf zu feiern. Einfach aufhören zu feiern. Unsere Männer fliehen, Sir! Eingerickt. Sir, Sir, unser General wird angegriffen. Ah, Scheiße. Ja, der hat mein Leaning gehabt, das wusste ich schon von Anfang an. Dass das nicht klappen kann. Warte! Hat zwar ein schöner Move, aber von Anfang an weniger Leute zu haben, ist schlecht. Schlecht for you and me. Vorbei. Kann ja kurz. Stopp! Jetzt bin ich wieder da. Jo. Oh Gott, jetzt konnte ich deine Einheit nicht verfolgen. Nee, ist schon. Ich habe mich zurückgezogen. Ist schon nett. Hättest du es sowieso nicht geschafft. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich das heil überlebe. Na, ich hatte weniger Linie. Ah, es tut mir echt weh, dass ich meine schönen Leute hier verloren habe. Oh nein, dann setzt nochmal nach der Spacken. Ah. Gut. Baden-Württemberg, du bist so ein Drecksvieh, ey.
Ja, aber es ist vielleicht ganz gut, wenn wir jetzt abspeichern, weil wir sind längst über die 30 Minuten hinaus. Nein, ja, ich kann nicht abspeichern. Ich mach noch schnell automatisch führen. Ja, da könntest du es gewinnen. Ist ja egal, jetzt automatisch führen. Niederlage. Zack. Ich habe gesagt, Baden-Württemberg stellt nicht der Armee auf. Ja, das stimmt. Das hat jetzt natürlich echt weh getan. Aber wir bauen ja hier schon das nächste. Ja gut, das wär's jetzt das erste? Das wär's, jawohl. Und es läuft ja jetzt anscheinend spannend weiter. Oh ja. Gut, wie es dann weiterläuft, seht ihr beim nächsten Mal bei mir. Ja, und ich beende jetzt auch diesen Part. Tut mir leid, dass ich da nicht länger aushalten konnte, aber hier haben wir ja was Schönes stehen. Laufen damit nächste Runde zurück, füllen uns wieder auf und greifen erneut an, um sie zu vernichten. Naja, wir sehen uns im nächsten Part und warte, ich will noch gucken, wie viel ich verdiene. Schön. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Okay, wir sehen uns im nächsten Part und auf Wiedersehen. Alles klar.